Wenn du dich fragst, was YouTube SEO bedeutet, dann beginnst du wahrscheinlich gerade deine Reise auf YouTube. Entweder persönlich mit einem YouTube-Kanal oder um einen Unternehmenskanal für deine Marke aufzubauen. Ich kann dir definitiv dabei helfen. Von daher, legen wir los. Willkommen in meinem YouTube-Hub. Ich bin Julian, das ist mein Kanal Video for Brands. Dich und deine Marke erfolgreich zu machen, ist meine Mission. YouTube SEO oder SEO steht für drei Begriffe. Search Engine Optimization. Also auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Es bedeutet ganz konkret, deinen Kanal und deine Videos so aufzubereiten, dass sie möglichst oft gefunden werden. Warum ist das jetzt so wichtig? YouTube ist eine Suchmaschine. Das heißt, wenn man einen YouTube-Kanal aufbauen möchte, ist es gerade am Anfang sehr wichtig, Videos zu machen, die gefunden werden. Heißt, jemand gibt in die Suchleiste eine Fragestellung oder ein Problem ein und euer Video sollte genau auf diese Fragestellung antworten. Der zweite Faktor dabei ist, dass YouTube Videos vorschlägt. Als vorgeschlagene Videos neben anderen Videos, auf der Startseite, überall schlägt YouTube euch weitere Videos vor. Und YouTube SEO bedeutet nicht nur eine höhere Auffindbarkeit, sondern, wenn man es ganz bis zum Ende denkt, auch, dass dein Video häufiger vorgeschlagen wird. Wenn man es ganz klassisch nimmt, ist YouTube SEO nur das, was zu einer besseren Auffindbarkeit in der Suche führt. Denn SEO kommt aus dem Online-Marketing und bezieht sich vor allem darauf, Websites auffindbar für Suchmaschinen wie Google, Bing oder gibt's Yahoo noch? Auf jeden Fall für Google die Websites auffindbar zu machen. Dies machst du, verkürzt gesagt, über deinen YouTube-Titel, über die Beschreibungstexte, hier vor allem die ersten zwei Zeilen und die sogenannten Tags, also die Stichwörter, die du beim Video Upload unter das Video noch zusätzlich eingeben kannst. Der zweite Faktor, der noch gar nicht so alt ist, ist, wie die User mit deinem Video interagieren. Das heißt, du hast ein Video produziert, du hast es im ersten Schritt auf gewisse Keywords, also Suchanfragen, hinoptimiert, hast eine konkrete Frage, wie ziehe ich Schuhe an? Völlig gescheut. Wie backe ich einen Kuchen? Ganz einfaches Beispiel. Hast du, wie backe ich einen Kuchen, in den Videotitel geschrieben, hast, wie backe ich einen Kuchen, in den ersten 140 oder 200 Zeichen deines Videos als Frage mit drin, hast es in den Tags. Damit ist es ganz klassisch SEO optimiert. YouTube schaut sich jetzt aber zusätzlich noch an, wie die User mit deinem Video interagieren. Dies bedeutet, wie hoch ist die sogenannte Klickrate. Die Klickrate ist im Prinzip ein Prozentsatz der User, die auf dein Video klicken, nachdem sie es angezeigt kriegen. Also Video-Impression heißt es, so oft wird ein Video vorgeschlagen, sei es in der Suche oder als vorgeschlagenes Video, dann dazu in Relation, wie oft klicken sie. Ist diese Rate sehr hoch, wird YouTube dein Video weiter vorschlagen. Hier ist der Videotitel spannend und das Thumbnail, also das Vorschaubild. Beides sollte sich ergänzen, sollte nicht genau das gleiche auf dem Thumbnail wie auf dem Titel sein. Ist das beides so passend und so spannend und macht so Lust drauf zu klicken und viele User tun es, wird YouTube deine Videos weiter vorschlagen. Das nächste ist die Interaktion mit deinem Video. Heißt, über sogenannte Watchtime kannst du deine Auffindbarkeit des Kanals und deiner Videos ebenfalls erhöhen. Watchtime bedeutet, wie viel Prozent des Videos schauen die User im Schnitt. Hier solltest du versuchen, dir deine Videos anzuschauen und zu gucken, dass die Leute möglichst lange dranbleiben. Hohe Watchtime heißt nicht, dass du 20-sekündige Videos produzierst, wo du weißt, die werden zu einem hohen Prozentsatz zu Ende geschaut, sondern eine Mischung zwischen, die User schauen relativ weit in das Video hinein, 30, 40, 50, 60 oder auch gar 100%, und sie sind von der absoluten Zahl an Minuten auch lange auf der Plattform. YouTube SEO, also YouTube Suchmaschinenoptimierung, ist eine Wissenschaft für sich. Ich hoffe, ich konnte jetzt einen ersten Überblick geben, was es konkret bedeutet. Hier tauchen jetzt bestimmt Playlists auf, wo du noch mehr Informationen dazu finden kannst. Ich habe auch Playlists in der Infobox. Kannst du dich einfach gerne durchklicken. Ich freue mich, dir da weiter zu helfen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dir zu helfen, freue ich mich tierisch über ein Abo, ein Like oder am besten noch einen Kommentar. Was hast du für Fragen? Wie fandest du dieses Video? Was sind gerade deine Probleme? Dann kann ich dir noch viel besser helfen. Mir macht es hier wirklich mega Spaß und ich bin dazu da, dir zu helfen, dich und deine Marke erfolgreich zu machen. Das nehme ich sehr ernst. Deswegen würde es mich freuen, wenn wir hier zusammen richtig auf YouTube Gas nehmen können.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Julian und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.